Leute, ich weiß nicht, wie wir hier hingekommen sind, ne? Aber ich habe mir fucking Minecraft geholt. Ich spiele mit einem Controller. Ich habe an sich auch, Moment, ich habe auch an sich diese Dinger, aber bei den Dingern ist der hier kaputt. Also ihr habt mir gesagt, man könnte, kann ich mir rein theoretisch auch einen Skin einfach hochladen? Das geht nicht. Ja eben, wir müssen uns den selber erstellen. Ich bin auf der Switch, Leute. Also passt auf. Das Ding ist, mein Skin, das ist ja wirklich nicht schwer hinzubekommen. Das bedeutet, wir haben auch an sich, haben wir auch die Möglichkeit, ein paar freigeschaltete Skins so zu benutzen. Aber wir machen uns auf jeden Fall selber diesen hier. Ich glaube, wir nehmen den clean. Mein richtiger Skin hat auch halt eine clean Haut. Und dann müssen wir auf grau gehen. Nee. Also es sieht jetzt noch scheiße aus. Aber ja, wir sind halt so ein kleiner Clayblock. So eine Art Clayblock. Frisur. Frisur haben wir ein bisschen Glück. Also die Minecraft normale Steve-Frisur sieht ja schon ein bisschen aus wie unsere. Aber ich sag mal so, wir können ja schon mal die Farbe direkt ändern. Bei der Farbe gibt es keine Diskussion. Die... Oh nein, nein, nein. Ey, wo haben wir denn einen stabilen Mittelschalter? Das könnte doch am ehesten... Oh mein Gott, ich hab ihn. Das ist er. Digga, was hab ich denn da für eine Stirn? Aber das ist halt der Mittelschalter, den ich habe in der Java Edition. Bitte gibt es Augen, die genauso sind wie die, aber die nach links gucken. Bitte. Hallo? Kommt da noch was? Ja, oder wir müssen jetzt mal was anderes machen. Vielleicht machen wir erstmal den Mund, weil Mund ist relativ einfach bei mir. Mund habe ich nämlich keinen. Bleibt die Frisur. Ja, aber welche Frisur denn am ehesten... Also welche Frisur denn sonst? Die Steve-Haare passen am besten. Soll ich die nehmen? Ja, die passen halt echt besser, ne? Junge, oh mein Gott, was habe ich mir... Muss ich jetzt wirklich für jedes Paar Augen 5 Minuten warten? Was ist das? Was, Digga! Die nächsten Augen sind da. Ja. Ja, nee, ich glaube, dann nehmen wir andere. Okay, wir könnten uns auch noch... Haha, nee, Junge! Ach, nee. Oh, das ist er. Junge, warum muss ich denn Augenbrauen haben? Junge, lass mich doch die Augenbrauen wegmachen. Keiner will diese orangenen Augenbrauen. Oder wer ist er? Es ist halt traurig, dass wir jetzt echt so lange gewartet haben, aber wir werden basically mit den normalen Augen gehen müssen. Man kann die Standardaugen so bearbeiten, dass der blaue Teil außen ist und der weiße innen. Wie? Oh mein Gott, warte. Wait, warte, warte. Ah, fuck, nein, das ist falsch. Nee, Moment. Nee. Ich hab's kaputt gemacht. Meine Coins sind da! Alter, wir werden so den absolut stabilsten. Wir werden so geil gleich zocken, Mann. Ui, warte mal, vielleicht doch. Fancy Holiday Top. Was sagt ihr dazu? Das oder das blaue Hemd? Das erste? Ja, es sieht schon. Das kostet auch mehr. Egal. So eben gekauft. Fancy Holiday Top. Gesichtsgegenstand. Oh mein Gott. Jetzt wird's nochmal richtig ernst. Ja, Mann. Oh mein Gott. Das sieht... Nee. Rückengegenstand. Nein. Oh mein Gott, jetzt wird's nochmal teuer. Jetzt wird's teuer. Also Flügel lohnen sich. Weiß nicht, der Fisch. Wollen wir den Fisch nehmen? Der Fisch muss immer dabei sein. Der große Fang. Auf geht's. Fisch. Nee, also Flügel. Oder? Warte mal. Ja, wir könnten auch Flügel nehmen. Also wenn, würde ich die Flügel sehen. Ja, komm, wir nehmen die Flügel. Wir haben so unnötigerweise den Fisch gekauft. Okay, das ist unser Skin. Wir sind fertig. Mit dem können wir spielen. Nein, 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 nein. Also, so sieht es aus, wenn man auf dem Controller spielt. Ach, Digga, nein. Was ist das denn da jetzt oben? Bitte nicht, bitte nicht. Wie kann ich das ausstellen? Wie kann ich das ausstellen? Bitte sag mir, dass ich das irgendwie ausstellen kann. Man kann es nicht ausstellen! Ey, bitte hör einfach auf, Ricky. Ja, zeig mal her, Ricky. Komm her. Zeig mal her, deine blöde Welt. Hast mich jetzt wenigstens eingeladen in deine Welt. Komm mal her. Junge, ich nehme dich jetzt auseinander. Dafür, dass du mich spammst. Ich will hier normal mein Minecraft spielen. Ricky. Ricky, du bist mein Erzfeind, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man hier spielt, ne? Ich will nur Ricky töten. Ricky! Hör auf, mich einzuladen, Ricky. Hör auf. Aufhören. Digga, irgendwie geht mir Ricky... So gehst du mit deinen Leuten um. Ja, danke dir. Ich weiß, es gibt vielleicht echt keine Sau, die verdammt nochmal auf der Switch Minecraft streamt. Aber rein theoretisch könnte man ja davon ausgehen. Ach, Digga, jetzt hier, klick, klick, hier, klick, klick. Ach, Mann, Hilfe, Junge. Ey, Junge, oh mein Gott. Und jetzt fragen mich hier in der Xbox-App Leute an, ob sie meine Freunde werden können. Ey, Digga, was ist... Wo kann ich das einstellen? Eine Ewigkeit später. Oh, mein Skin ist da und es ist ruhig. Oh mein Gott, nein. Danke. Hey Leute, willkommen zu meinem Let's Play Minecraft. Ja, heute werden wir... Oh mein Gott. Warte, kann ich jetzt auch den Breakdance machen? Oh mein Gott! So, okay Leute, wir fangen an. Basic. Erstmal ein bisschen Holz abbauen. Warte mal, kann man nicht rein theoretisch mit diesem Buch... Ist das laut? Kann ich rein theoretisch nicht voll so cheaten? Ich kann doch jetzt rein theoretisch...
LOL! Okay, warte mal. Digga, ja, ist halt Real Talk Bed Wars Shop, ne? Real Talk, ich glaube, das Spiel... Bruder, das ist ja chilliger als normales Minecraft. Du musst ja hier gefühlt gar nichts selber machen. Ich kann ja einfach ein bisschen klick, 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 klick. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich kann damit schneller craften als in der Java Edition. Guck mal, was ich jetzt mache. Guck mal jetzt hier. Ja, ja. Zack, das brauche ich. Das, das. Easy. Nein, es gibt hier einen Schwert-Cooldown, oder? Gibt es hier Schwert-Cooldown? Es gibt kein Schwert-Cooldown? Was? Yo. Ich glaube, wir werden generell ein paar Differenzen in diesem Spiel noch kennenlernen. Man kann auch, by the way, nicht hotkeyen. Wer hätte es gedacht? Oh, okay. Warte mal. Don't spoiler me, aber kann ich den Kollegen so töten, wie ich es kenne? Das wäre cool. Was? Haben wir nur ein Leben oder darf ich respawnen? Seit wann ist Terraria 3D? Keine Ahnung, ich kriege ja teilweise immer noch so Kommentare, wenn ich irgendwie jetzt Rock League zocke oder so. Alter, dann schreiben halt wirklich Leute noch immer in den Chat so, mit welchem Shader spielst du gerade, Basti? Ich wusste gar nicht, dass Minecraft so eine geile Grafik haben kann. Ja, am Ende wird sich entscheiden, Leute. Werden wir für immer Bedrock-Spieler bleiben? Oder doch bei der Java Edition bleiben? Schwierige Wahl. Also ich muss sagen, ich gewöhne mich ja schon sehr gut gerade an den Controller. Ich hab ein Dorf durch den Berg gesehen. Okay, wir haben ein Dorf. Jackpot. Ich bin sehr gespannt. Das heißt auf jeden Fall Essen for Days, I guess. Wir haben ein Goal. Oh Gott, ist hier viel Essen. Und mal sehen, wie das Trade mit den Jungs ist. So, wie ist das Trading-System? Alles klar, okay. Sie zeigen halt vorher schon an, was die nächste Stufe gibt. Warte, aber wie schlage ich und wie ist... ZL muss ich machen. Gib's mal bitte einen Weizen-Trade. Oder... Bro, Weizen... Danke. Oh mein Gott. Warte, was? Wie geil. Okay, Leute, wir testen gleich mal den Bogen. Die Bogenrange ist mega. Jetzt ehrlich? Oh, da freue ich mich. There it is. Was? Junge, wohin damit? Was, spielst du lieber auf der Switch als PC? Hey Basti, warum bist du vom PC auf die Switch gewechselt? Du hast angefangen auf dem PC zu zocken, jetzt zockst du auf der Switch. Das finde ich echt ziemlich von dir. Jo. Boah, ich glaube, wenn ich jetzt hier in Lava fallen würde. Also normalerweise, Bruder, Lava fallen ist halt so, ja. Okay, lösche ich mich halt. So, und hier ist halt so, oh mein Gott, Kobel, Kobel, Kobel. Basti, glaub mir, du willst nicht auf der Switch den Portal mit dem Wassereimer machen. Es ist so unmöglich für mich. Ich denke, dass man das schon hinbekommt, oder? Also ich meine, warum sollte man das nicht hinbekommen? Also guck mal, ich will nur ganz kurz... Nee, du, ey, Real Talk, du kannst vom Spiel aus gar nicht kurz. Du kannst vom Spiel aus gar nicht kurz Wasser placen. Also, es ist halt Real Talk scuffed. Ich will gar keine krasse Ausrede haben, so, ne, aber es ist ehrlich komisch. Haben wir ja gesagt. Ja, okay. Ihr hattet recht. An deiner Stelle würde ich einfach Diamanten finden. True, lass machen. Diamanten! Oh mein Gott, wir haben die Diamantenkrone freigeschalten. Junge, oha! Alter, sieht ja übersick aus. True, wir können das Portal einfach nach oben packen, ne? Wollen wir das machen? Ja, oder? So, seid ihr ready für den Nether? Schon ein bisschen, ne? Also ich, ja. Jetzt machen wir die Bedrock Experience. Jetzt wird instant gegönnt, Alter. Damn, wenn ich schon sehe, wie ich das Portal baue, ne? Oh mein Gott. So ein schlechter Play. Das war richtig scheiße von mir. Alright, Nether Time! Respawn-Punkt. Easy. Alright, come on! Ja. So, mal sehen, wie der Bogen ist, Alter. Okay, das war... Holy shit. Digga, wo fliegt denn der Pfeil hin? Der droppt ja gar nicht. Müll. Müllspiel. Ja, obvious war das klar, ne? Ja, die Spitzhacke ist verbrannt, leider. Aber es geht noch. Es hätte schlimmer sein können. Digga! Digga, nee, also an der Spawnrate haben die halt ein bisschen geschraubt, ne? Ey, kann mir das mal bitte einer erklären mit den Raids des Ghastes? Das ist normal, ja? Dass man so viele Ghasts sieht. Das ist extrem. Ich werde der Real Talk nie wieder zurückfinden, ne? Also wenn jetzt nochmal ein Ghast kommt, das ist Ende.